Bist du mit deiner Webseite schon auf der ersten Seite bei Google? Wird dein Angebot mit den richtigen Begriffen auch bei Google gefunden? Wenn ja, hast du schon einiges richtig gemacht. Wenn nein, solltest du das schnellstens ändern. Damit du das überhaupt kannst, musst du zuerst wissen, wonach die Leute da draußen in diesem Zusammenhang suchen. Du musst deine profitablen Keywords kennen. Nur wenn du weißt, was überhaupt nachgefragt wird, kannst du dein Angebot so positionieren, dass es auch gefunden wird. Um deine richtigen Keywords zu finden, machen wir zuerst eine Keyword-Analyse. Wir schauen uns das gleich zusammen hier an zwei Beispielen an. Also, du benötigst eine Liste mit vielen Keywords, Schlüsselbegriffen, Schlüsselwörtern zu deinem Thema. Danach kannst du aus dieser Liste die für dich richtigen auswählen, nach deinen Kriterien. Das ist wichtig. Und je nachdem, welche Strategie du verfolgst oder was du mit der Seite machen willst, sind andere Kriterien für dich wichtig. Also, wir schauen uns hier das Beispiel Holundersirup an. Jetzt sagst du vielleicht, ja okay, das kann ich mit dem Google Keyword Planner machen. Okay, das kannst du tun. Du siehst hier Wettbewerb, das ist die Spalte Wettbewerb, die auch im Google Keyword Planner genauso aufgelistet ist. Und was sehen wir hier? Wir haben ein paar Keywords drin mit hohem Wettbewerb. Okay? Aber wenn wir uns den organischen Wettbewerb anschauen, dieser hier, in diesen vier Spalten, Top 1 bis 10, bis hier Top 8 bis 10, sieht das teilweise viel, viel anders aus. Also, das ist doch jetzt wichtig, wenn ich im organischen Bereich ein gutes Ranking erzielen möchte, dann interessiert mich nicht der Wettbewerb innerhalb AdWords, also nicht dieser Wettbewerb, sondern wie er hier im organischen Bereich ausschaut. Das ist doch wichtig zu wissen. Und umgekehrt natürlich, wenn ich AdWords-Werbung schalten möchte, dann interessiert mich natürlich an der Stelle der Klickpreis, den ich bei AdWords bezahlen müsste, und eben wie viele andere Werbetreibende dort auch schon Werbung schalten. Also du siehst, es ist nicht in jedem Fall immer dasselbe, das für mich die erste Priorität hat. Okay? Also, und wichtig ist ja auch, dass du diese Liste, diese Tabelle für dich filtern kannst. Du bekommst von mir eine Excel-Tabelle, wo du also entsprechend filtern kannst. Zum Beispiel jetzt ist sie nach dem Nischenwert abwärts gefiltert. Ich kann nach den monatlichen Suchabfragen abwärts filtern, indem ich hier absteigend sortiere. Also in Excel kannst du das ja natürlich auch so entsprechend eben einstellen. Okay, jetzt haben wir das also nach den monatlichen Suchabfragen abwärts sortiert. Nun setze ich noch einen Filter. Und zwar sage ich, in der Spalte Top 1 bis 10 möchte ich nur noch diese Keywords angezeigt haben, die einen Konkurrenzwert unter 50 haben. Also, das heißt, die schwierigen Keywords, da wo es schwierig wird, organisch zu ranken, die sind schon mal aussortiert. Und nun sehe ich, okay, Holunderblütenschlee, Holunderblütenlikör, Holundersaft, Holundersirup, Holunderschlee, Holunderblütensirup Rezept, Holundermarmelade, Holunderbeerensaft und so weiter. Du siehst hier, ich kann jetzt quasi hingehen und sagen, okay, ich nehme hier diese ersten 10, da ist die Konkurrenz im organischen Bereich nicht allzu stark und die haben alle anständiges Suchvolumen. Und genau mit diesen Keywords könnte ich jetzt an der Stelle schon etwas tun. Ich sage, okay, die nehme ich, mit denen mache ich was. Und ich habe quasi meine wichtigen, profitablen Keywords schon beisammen. Okay? Das nächste Beispiel, Hochdruckreiniger. Im Moment ist diese Liste nach dem Nischenwert abwärts sortiert und wir haben auch wieder alles drin, von wenig Konkurrenz bis sehr starker Konkurrenz und so weiter und so fort. Und gerade wenn ich mit einer Nischenseite etwas machen möchte oder im organischen Bereich eben bei Google gefunden werden möchte, dann sollte ich mich auf Keywords konzentrieren, die in diesem Bereich nicht schon eine starke Konkurrenz haben. Also, ich gehe wieder hin, setze hier den Filter, kleiner 50. Ich habe nur noch die Keywords angezeigt,
die einen Konkurrenzwert unter 50 haben. Okay? Also, und anhand des Nischenwertes wäre quasi jetzt das oberste, das erste Keyword, das mit dem meisten Potenzial. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich, gut, wir haben sehr hohes Suchvolumen, aber es gibt hier natürlich auch schon eine ziemlich starke Konkurrenz. Vor allem in den ersten drei Positionen, das sehen wir an diesem Balken hier. Okay? Im mittleren Bereich ist die Konkurrenz nicht sehr stark, dann aber wieder auf den Plätzen 8, 9 und 10. Etwas stärker, genau. Okay? Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich lasse das einfach mal außen vor und konzentriere mich dann eben auf andere. Zum Beispiel eben den Nilfisk-Hochdruckreiniger. Gut, den Aldi-Hochdruckreiniger, den lasse ich jetzt eher mal außen vor. Es sei denn, wenn ich jetzt effektiv für den Werbung machen möchte oder da irgendwie doch an Provisionen beteiligt wäre, dann könnte ich damit dem etwas machen, weil der wird tatsächlich vielfach gesucht. Und zwar, da siehst du es auch schon wieder, in welchen Schreibweisen. Hochdruckreiniger Aldi, Aldi Hochdruckreiniger. Das ist dann wichtig, dass ich genau auch diese verschiedenen Schreibweisen für mich nutze, um eben entsprechend für diese Keywords relevant zu werden. Und wie du siehst, in diesem Bereich, da haben wir starke Konkurrenz in Sachen AdWords. Also da sind viele, die zu diesen Themen AdWords-Werbung schalten. Aber im organischen Bereich ist die zum Teil verschwindend klein, diese Konkurrenz. Also da kann man definitiv etwas machen und genau das gilt es eben herauszufinden zu deinem Thema, zu deiner Nische, zu deiner Dienstleistung, zu deinem Angebot. Denn wenn du weißt, was da draußen am Markt in dem Zusammenhang, wo dein Produkt, deine Dienstleistung ist, nachgefragt wird, dann kannst du eben entsprechend genau auf diese Keywords optimieren, die für dich dann am meisten Sinn machen. Okay? Darum geht's. Darum habe ich dieses Angebot für dich erstellt, dass du hier und jetzt wahrnehmen kannst, eine professionelle Keyword-Analyse mit diesem meinem Tool, das ich dir jetzt nun hier vorgestellt habe, und du bekommst alle die Daten als PDF, wo du also quasi auch diese farbigen Balken, diese Grafiken siehst und als Excel-Tabelle, dass du diese Tabelle, diese Liste eben entsprechend nach deinen Kriterien sortieren und filtern kannst, um möglichst schnell und effizient die richtigen Keywords für dich herauszufinden. Okay, nimm das Angebot wahr, klick auf den Button und hol dir jetzt meine Keyword-Analyse zum Sonderpreis. Weil einfacher und schneller geht es wirklich nicht mehr. Du brauchst weder irgendwelche Tools zu kaufen, du brauchst dich nicht einzuarbeiten, du brauchst nicht deine Zeit. Du kannst jetzt einfach nur diesen Button klicken unter diesem Video und meine Analyse für dich, für dein Thema bestellen, damit du sofort an die richtigen Keywords zu deinem Thema kommst. Okay, also, let's go!